So, hallo, wir machen weiter bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich bin immer noch in der sehr, 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 sehr großen Voraufnahme. Also, es ist immer noch der 30. Juli. Nur zur Einordnung. Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Wir sind das letzte Mal mit Sidon hier hochgekommen und können uns jetzt langsam den Weg zum vermeintlich Wassertempel öffnen. Ich bin sehr gespannt, was uns alles erwarten wird. Hier dürften ja wieder jetzt die Konstrukte auf uns warten, ne? So als Gegnertypen. Ist das noch was zum Fotografieren? Nee. Ist das eine neue... Okay. Ah, okay, das ist auf jeden Fall, ja, so ein Ding. Truhe. Truhe. Ernsthaft, aus Schleim kann ich die nicht rausholen. Und vor allem, wieso habe ich jetzt nicht Sidon hier? Wieso muss ich jetzt nochmal so ein Wasserding... Oder warte mal, kann ich hier? Ne, ich kann damit nur mitschwimmen. Bruder. Was war das denn für eine Aktion? Ja gut, wir haben ja noch Wasserdinger. Okay, das ist nice. Das ist definitiv nice. Da. Ja, komm, schmeiß mal das Ding weg. Cool. Ach, hier ist er. Kriege ich jetzt seine Fähigkeit wieder? Haust jetzt mal bitte nicht wieder ab. An welch mysteriösem Ort wir hier doch sind. Mein Körper fühlt sich leicht an, schwerelos wie ein Seerosenblatt auf dem Wasserspiegel. Doch keine Zeit zu staunen, wir sind hier, um den Ursprung des Schlamms zu finden und aus der Welt zu schaffen. Keine Müdigkeit vorschützen, Link. Wir teilen uns auf und setzen... Nein, wir teilen uns nicht auf. Dem giftigen Fluss ein Ende. Okay, wir teilen uns auf. Weiß ich halt nicht. Sind da unten Truhen? Sind da unten Crocs? Ne? Weil da unten sind ganz viele Gegner, wo er jetzt rumläuft. Und ich gehe jetzt einfach hier lang. Und bekomme da von allem nichts mehr mit. Das ist doch jetzt irgendwie doof. Fühle ich jetzt ja nicht so. Aber das Ding löst sich auch nicht aus, ne? Okay, hier kommt nichts. Ah, doch, jetzt. Nein! Aber das meine ich, der Weg da hinten ist so lang und groß und also... Aua. Also wäre es doch schlau, da unten sich auch umzugucken. Aber muss ich von dem Ding runter, dass die Blase kommt? Ah, okay, ich verstehe. Yes, erwischt.
Gamma-Krieger-Konstrukt. Aua. So, du kriegst jetzt auf die Mütze. Yes! Weil aus den Gamma-Konstruktdingern kann man auch krasse Waffen machen, ne? Nice. Okay, reicht. Sehr schön. Der Kollege. Okay. Ich meine, ich kann halt einfach gerade weiter nach oben so. Ne? Das ist jetzt nicht hier die riesige Offenbarung der Weg. Oh, wo geht's denn hier hin? Hallo. Oh. Da brauche ich noch mehr. Ah, hier ist eine Truhe. Ich wollte schon sagen, wofür ist das denn jetzt gewesen? Aber hier ist eine Truhe. Oh mein Gott! Oh, verdammt. Oh, das ärgert mich jetzt. Einerseits freut es mich, andererseits ärgert es mich, weil das bedeutet, dass selbst hier oben wichtige Sachen sind. Scheiße. Oh, selbst hier oben sind wichtige Sachen. Dann muss ich... Ach, Mist. Was ist das? Oh, noch so ein Wassersprinkler, okay. Aber ein bisschen anderer Form. Aber in ganz, ganz anderer Form. Ach nee, lol. In überhaupt nicht anderer Form, es ist einfach ein ganz normaler Wassersprinkler. Okay, nee, aber dann muss ich mich hier mehr umgucken. Mist. Ah, oh, das ist nicht gut. Weil so Sachen wie Karten will ich natürlich nicht verpassen. Aber da muss ich auch mal da runter jetzt gucken. Auch wenn ich da nicht hingucken wollte. Ja, weil da war nämlich schon die erste Truhe wieder. Ich könnte Sidons Fähigkeit gerade echt gut gebrauchen, ne? Aber solange ich noch Wasserdinger habe, machen wir es halt damit. Ja! Ach, komm weg mit dem Zora-Schwert. Auch noch mal eine Truhe, siehst du? Ich wusste's. Was ist hier drin? Okay. Auch nicht verkehrt.
Gamma-Elite-Konstruktor, nice. Laser-Coil. Ja, der hat jetzt so Laserwaffen dabei gehabt, ne? Das hat man auch gesehen. Hat man auch gesehen, ja. Okay, wie komme ich jetzt wieder hoch? Ja, das sind alles coole Sachen, aber ich habe keinen Platz, Mann. Alter. Ach so, ja, ich weiß, wie ich da hochkomme. Habe ich gedacht. Hallo? Ah, jetzt. Okay, will ich die jetzt alle besiegen? Eigentlich nicht. Eigentlich habe ich da jetzt keinen Nerv für. Ja, aber wo ist jetzt Zidon hin? Ich dachte, wir teilen uns auf und er ist hier lang, aber ist er gar nicht. Im Zidon sein, wir teilen uns auf, war er bezogen auf ich verschwinde. Mach du mal dein Zeug. Ja gut, dann können wir auch wieder nach oben. Dann können wir wieder nach oben. Och nee, jetzt muss ich den ganzen Quatsch nochmal machen. Och nee, jetzt muss ich den ganzen Quatsch. Ich war doch schon da oben drauf. Nein! Ich hab's verpasst. Okay, es nützt nichts. Ich muss warten. Okay, wie lange nehmen wir denn schon auf? Weil sonst hätte ich vorgeschlagen. Ach nee, wir sind gerade nur bei 13 Minuten, ja moin. Also sonst hätte ich vorgeschlagen, wir warten auf die... Also ich mache hier den Cut. Und wir warten, bis wir wieder da oben sind, aber nee. Hä, wir sind das 13 Minuten in diesem Video? Ach ja, klar, weil ich da unten angefangen habe. Ja, stimmt. Okay, vielleicht kommen wir ja schon hoch genug. Ja, dass wir gleich darüber können. Okay, sehr gut. Na komm. Also diese Wasserblasenmechanik ist irgendwie merkwürdig, aber hey. Egal, so. Dann haben wir uns da unten die Waffen geholt. Und können jetzt eigentlich auch weitergehen.
mir noch einen Sprenkler, sonst muss ich den wiederholen. Solange ich Sidons Fähigkeit nicht habe, muss ich jetzt mit den Sprenklern arbeiten. Meinetwegen. Gut. Hä, wo ist er hin? Hä, wo ist mein Sprenkler hin? Hä? Hat Darok den gerade... Darok, sag ich schon. Hat Yonobo den gerade weggesprengt? Lol. So. Da oben ist eine Truhe, oh mein Gott. Die hätte ich ja mal komplett übersehen. Oh, ein Hydrant. Ja, warum nicht? Passt ja zur... Lol, hier ist nochmal ein Geheimweg. Was zur Hölle? Hier ist nochmal irgendein Geheimweg. So, jetzt machen wir als allererstes, machen wir hier das Ding auf. Deswegen habe ich den hierher geholt. So. Das war wichtig. Und dann geht's hier unten scheinbar noch längs. Ach nee, das ist gar nicht. Ah, das ist so ein Vorsprung. Okay. Gut, jetzt aber hier. Dankeschön. Okay. Oh, und jetzt muss ich hier... Das ist ja auch sehr interessant. Okay. Aber dadurch, dass wir halt 3 Millionen Schwerelosigkeit nicht haben, ist das halt viel krasser. Da ist eine Truhe, das dachte ich mir. Mit Schwebestein. Okay, die sind auch krass. Da kommen wir gleich noch automatisch hin. Also ich verstehe aber dieses wir teilen uns auf von Sidon nicht so ganz. Ich sehe ihn nirgends. Aber wir teilen uns auf, schon recht. So teilen sich die Schüler bei Gruppenprojekten auch immer auf. So, wir lösen erstmal den Schrein hier aus, dass wenn irgendwas passiert, wir auf jeden Fall hier hinkommen. Wichtig und richtig. Wichtig und richtig. Rein da. Und ich muss kurz was trinken. Einen Moment. Aber bis der Schrein geladen hat, habe ich was getrunken.
Ah, hier müssen wir jetzt mit diesen Wasserblasen experimentieren. Okay. Ich habe es ja fast befürchtet. Oh, krasses Rätsel auf jeden Fall. Ja, die kann ich auch bewegen, das dachte ich mir schon. Oh je. Und hier haut es eine Kiste runter. Ich weiß, ich sollte die eigentlich mit dem Wasserblase fangen, aber wir machen das so. Das ist viel stylischer. Hä? Warum kriege ich die nicht? Okay, wir machen es nicht so. Wie langweilig. Wie langweilig. Na gut, dann eben so. Juhu, waren das alle Kisten hier drin? Yes, sehr gut. Ach, die kommt hier runter. Dann könnte ich die einfach wieder nach oben schicken. Oh, die fährt jetzt halt darüber. Okay, kann sie machen. Dann fahren wir halt mit. Hat gut funktioniert. Oh nee, jetzt muss ich da wieder hoch. Nicht raus, du Pf. So, jetzt aber. Einfach mit dem Ding mitfahren. So. Nee, ich wollte noch mit. Och Mann. Aber es passt. Wir sehen, dass es passt. Also muss ich nur noch auf mein Taxi warten. Hui. Wunderbar. Also die Physik in den Wasserbubbles ist mehr als gewöhnungsbedürftig, aber hey. Sehr schön. So, zack.
Okay. Da drüben waren wir, da drüben wollen wir hin. Bruder, erschreck mich. Das hat uns seit Schloss Hyrule nicht mehr gemacht. Holy moly. Yes, Truhe. Mit... Ja, schon cool. Ganz ehrlich, ich krieg die Zauberstäbe auch überall weg damit jetzt. Die Gamma-Waffen sind einfach top. So, aber ist da unten irgendwas Spannendes, weil da so viele Gegner rumwuseln? Ja, da ist noch eine Truhe. Truhe holen und dann Abflug. Wieso geht... Ach, das ist eine Monstertruhe. Ah, ist jetzt ja doof. Nice. Schön. Sehr schön. Nice. Okay. Sehr cool. Und vor allem schön wieder Gamma-Stuff mitgenommen. So muss das. Ich werde es nicht nutzen. Ich habe es und ich werde es nicht nutzen. Also weg damit. Komm. Ich habe es jetzt lang genug immer wieder verteidigt. Ich nutze es halt nicht. Wofür soll ich es nutzen? Selbst wenn ich es mit irgendwelchen Synthese-Sachen verstärke, am Ende ist es schwächer als alles andere, was ich habe. Also, nee. Die Sonau-Klingen und so mit irgendwelchen Gamma-Sachen sind halt krass. Die sind halt einfach krass. Und dann nutze ich die halt und sonst nichts. Fertig, aus. So, aber ich denke, jetzt können wir einfach zurückgehen, ne? Drüben, es könnte noch eine Truhe sein. Ach du Scheiße, hier ist nicht nur eine Truhe. Hier ist noch so ein Blockkonstrukt. Hilfe. Okay. Jo! Habe ich da nicht erst eine jetzt gesammelt? Beta-Elite. Ne, dann hier Gamma-Krieger. Zack, rein da. Der hat auch wieder eine Truhe dran. Haben die Beta-Viecher immer eine Truhe dran?
Hab ich dich. So, jetzt können wir nämlich gleich unsere schönen Waffen wieder aufbrauchen. So ein Ding ist das. Weiter, 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 weiter. Okay, sehr gut. Ich hatte befürchtet, dass er das Luftding wird, aber so geht's auch. Er hat die Truhe fallen lassen. Dann schnecke ich mir die gleich mal. Jo. Yo! Das ist der vierte! Oh mein Gott, wie gut, dass wir den gerade gemacht haben. Wie gut, dass wir den gerade gemacht... Oh mein Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier jetzt auch noch den Wildes Weißen finde. Mann! Das ist ja insane. Macht jetzt den Flugkörper? Ja, jetzt macht er den Flugkörper. Okay, Flugkörper wird immer besonders interessant. Da ist noch eine Truhe. Oder? Nee, das ist die Truhe, die da lag. Okay, alles. Ich habe Quatsch erzählt. Und tschüss. Nice. Ja, das ist die Truhe, die schon da lag. Okay, alles gut. Ich dachte schon. So. Und jetzt können wir unsere... Nein. Wir haben ja noch ein leeres Ding. Genau hier. Das kann man jetzt wieder verknüpfen. Nein. Zack. Sehr geil. Okay, ja, aber es sind schon krasse Waffen. Das sind schon echt krasse Waffen, die man da am Ende bekommt. Und jo, wir haben einfach den vierten Willen des Weisen. Ihr wisst genau, was wir jetzt machen. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. So, könnte ich noch irgendeine Waffe wegwerfen, die ich nicht nutze? Ja, okay, wann nutze... Also, sorry, wann nutze ich denn aktuell den Steinspalter? Weg damit. So. Aktuell nutze ich den halt nicht zum Kämpfen. Und wenn ich einen brauche, dann gehe ich in die Sigurone-Gegend. Fertig. Okay. Dann porten wir uns jetzt gleich mal zurück zu einer Statue. Wir haben ja hier oben den Schrein, glücklicherweise. Wir haben ja hier oben glücklicherweise den Schrein. Ich will nur kurz vorher noch die Kollegen da auslösen. Dass wir das auch hier haben. Und dann kommen wir hier problemlos zum Schrein zurück. Na, das ist ja nicht das Problem. Sehr, sehr gut. Oh mein Gott, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir hier sowas finden. Das ist ja insane. Das ist ja insane. So, was gibt's hier? Nichts Neues, aber sind es alle Sachen, die wir kriegen können? Ja, alles können wir kriegen. Sehr schön, haben wir schon. Supi. Okay. Ja, dann Abflug. Wo finde ich am schnellsten eine Statue? Wo war eine Statue am schnellsten? Ja, Spähposten. Ganz easy. Ganz easy einmal Spähposten. Da weiß ich direkt, wo die Statue ist. Jetzt bin ich brutal gespannt, was dieses Ding macht. Geben die mir einfach zwei Upgrades? So, zwei Herzcontainer zum Beispiel? Oder was macht das jetzt? Weil davon gibt es ja sicherlich noch viel mehr. Also davon gibt es ja nicht nur die, sondern davon gibt es ja noch mehr. Von diesen Willen der Weisen. Ich bin gespannt, was das jetzt kann. Ob es nützlich ist, die zu sammeln, oder halt... Ja, nett, aber braucht man nicht unbedingt. Welche Kategorie wird es sein? Welche Kategorie wird es sein? Hui! Da bin ich wieder. So, wo war die Statue?
Guck mal, da jetzt, ne? Jetzt zeigt es die 4 an. Du hast Herausforderungen bestanden und Segenslichter erhalten. Ja, zum einen das. Du hast auch Zeichen des Willens der Weisen. Für 4 davon kann ich das Vertrauen zwischen dir und einem Weisen deiner Wahl vertiefen. Oh! Das bedeutet, die machen mehr Schaden oder der Quatsch mehr Schaden. Doch, natürlich! Heißt es, die machen mehr Schaden? Tulin Yunobu. Oh! Okay, dann gibt es wahrscheinlich 16 Stück, weil man jedes von denen upgraden kann. Ich würde Tulin upgraden, weil der mit seinen Pfeilen doch echt krass unterwegs ist. Tiefer Schwur von Tulin. Angriffskraft hat zugenommen. Okay, also geht es wirklich um die Angriffskraft. Ja, geil. Okay, das ist definitiv nützlich. Das ist definitiv nützlich. Oh mein Gott. Voll gut. Okay, ich erbitte Ausdauer. Herzen. Gehen wir mal wieder auf Ausdauer. Gehen wir mal wieder auf Ausdauer. Es ist nicht... Wir struggeln ganz schön oft mit Ausdauer. So, es wäre mal an der Zeit, ein bisschen Ausdauer hochzupowern. Und dann können wir nochmal ein Herz machen. Oh, aber diese, das sind also die Willen des Weisen. Sehr geil. Hätte man sich vom Namen fast auch denken können, dass es ein Upgrade ist von den Fähigkeiten? Also nicht von den Fähigkeiten, sondern halt von den Geistern. Sehr cool. Okay. Definitiv nützlich. So, was ist jetzt eigentlich mit Robelo? Kann ich dem sagen, dass sein Labor wieder safe ist? Wenn wir schon hier sind. Joshas rätselhafte Statue hast du meisterhaft abgelichtet. Ich habe den Eindruck, du hast dir damit eine große Freude gemacht. Da habe ich wohl den richtigen in die Geheimnisse des Fotomoduls eingeweiht. Und das war noch nicht alles. Das Purapad verfügt über weitere fantastische Funktionen. Spitz deine Spitzohren. Dein Purapad ist mit einem Sensor ausgerüstet, mit dem du Schreine aufspüren kannst. Was soll das denn, du gefälligst Überraschter? Derjenige, der auf die Schreine aufmerksam wurde, die nach dem Kataklysmus aufgetaucht sind. Das war niemand anderes als ich allein. Als Einziger in ganz Hyrule, darf ich anmerken. Den Sensor deines Purapads hier am Sperrposten einzurichten, ist allerdings sogar für mich ein Problem. Ah, Purapad-Institut in Hateno, okay. Ah, dann kriege ich dort wieder den Sensor. Ja, den habe ich noch gar nicht genutzt. Okay, ja, okay, wo Hateno ist, weiß ich. Ah, er geht gar nicht in sein Labor. Er geht gar nicht in sein Labor, okay. Ja, gut. Hast du etwa was gefunden? Baut Tonomade. Oh, das haben wir noch gar nicht erzählt. Huch. Das haben wir noch gar nicht erzählt. Hätte ich vielleicht auch mal tun sollen. Huch, hoppala. Die Fähigkeit, bereits hergestellte Dinge nachzubauen. Und dazu noch ein paar Bausteinplatten. Also war an der Sache mit dem Sonotempel und einer geheimnisvollen Kraft im Untergrund tatsächlich etwas dran. War da nicht auch etwas bei den Untergrundfundsachen? Gib mir nur eine Sekunde. Das hier war's nicht, das auch nicht. Ah, da haben wir es doch. Bitte sehr, Herr Ritter. Ich krieg von ihr einfach eine Steinplatte. Was hat sie für mich? Den habe ich mir selber schon gebaut, aber danke. Den habe ich mir selber schon gebaut, aber ist okay. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ja. Onkel Robby, gehört dieser Ballon da, aber leider ist der kaputt. Ja, ich repariere ihn gerade mal mit der Bautomatik. Ach, das, okay. Okay, ah, da war... Hätte ich mal mit den quatschen sollen, als ich da war. Ach, verflucht. Ich war ja hier. Ich war ja hier danach. Und hab nicht mit... Oh. Man weiß es aber auch immer nicht, wo man alles hin muss jetzt, ne?
Guck mal, das ist der Tempel im Untergrund. Das gehört zu der Quest. Ich habe die Quest noch gar nicht beendet. Ach, ist das wieder dumm. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Lol. Du hast den Ballon tatsächlich reparieren können. Und das sieht sogar aus wie neu. Unglaublich, diese geheimnisvolle Kraft stellt unsere ganze Technologie auf den Kopf. Oh, nein, Onkel Robby. Was brüllst du so laut, Yosha? Ich fasse es nicht. Mein Ballon, er ist wieder ganz. Es muss sich um die geheimnisvolle Kraft handeln, über die die Sonau angeblich verfügt haben. Ich hätte nie zu träumen gewagt, einmal die Kraft der Sonau mit eigenen Augen sehen zu dürfen. Nimm das hier als Dank für deine Hilfe, Herr Ritter. Ich habe es extra für einen ganz besonderen Anlass aufgehoben. Okay, ein großes Sonanium noch dazu. Alles klar. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das sein könnte. Aber so wie es leuchtet, stammt es sicher von den Sonau. Und da du mit den Kräften der Sonau vertraut zu sein scheinst, kannst du damit bestimmt mehr anfangen als ich. Dann verbarg sich im Untergrund also wirklich eine unglaubliche Kraft. Ich muss dort weiter forschen. Vielleicht finde ich ja auch etwas über das Schicksal von Prinzessin Zelda heraus. Halt mich also bitte über deine Entdeckungen im Untergrund auf dem Laufenden, Herr Ritter. Oh mein Gott. Ich habe das noch gar nicht beendet, diese Quest. Das war ja saudumm. Möchte ich noch etwas besprechen? Ich weiß es nicht. Scheinbar möchte ich. Wirklich, Koga, der Anführer der Jägerbande, war da. Das klingt heikel. Darüber müssen wir uns unbedingt unterhalten, aber gib mir noch einen kurzen Moment, um durchzuschnaufen. Komm bitte mit. Okay, ich hätte so viel mit dir schon quatschen müssen. Ich hätte so viel mit ihr schon quatschen müssen. Huch. Ja. Du bist also im Untergrund auf Koga gestoßen, den Anführer der Jägerbande. Die Jägerbande ist eine gefährliche Untergrundorganisation. Ja, wissen wir doch alles. Koga, Prinzessin Zelda, dir schon einmal das Leben gerettet hat, können wir das nicht unbeachtet lassen. Und da er so auf Prinzessin Zelda fixiert ist, verfügt er eventuell sogar über wichtige Informationen. Wenn ich Koga dir überlassen kann, werde ich mich ganz auf die Erforschung des Untergrunds konzentrieren. Ach ja, im Zeitenwald südlich der Ebene von Hyrule wurde ein Abgrund und eine neue Statue entdeckt. Im Zeitenwald südlich der Ebene von Hyrule. Oha. Aber die Statuen unterscheiden sich von der, die du mir über das Foto, wo du gezeigt hast. Etliche von ihnen stehen in einer Reihe, die wohl am Tempel mit der Bautomatik vorbei nach Südwesten führt. Geht man davon aus, dass sie absolut müsste es jeden Designs des Tempels etwas zu entdecken geben. Und im Osten in Ranel wurden weitere Statuen. Ja, okay, das sind die Statuen, die zu den Dingern führen. Das haben wir aber teilweise schon gemacht. Im Sumpf von Ranel und nördlich von Kakariko. Mhm. Ihr Aussehen erinnert verblüfft an die Zoras und dieses Mal scheinen sie den Weg nach Osten zu weisen. Ja, okay. Ja, das ist einmal die Ranel-Mine und einmal die Mine unter der Wüste. Das haben wir gemacht. Also die Ranel-Mine noch nicht, aber die unter der Wüste. Okay, habe ich jetzt alles gequatschelt, was ich quasseln wollte? Oh mein Gott, ich habe das noch nicht beendet. Das ist ja... Okay. Ich hätte das längst beenden müssen. Ich bin so ein Trottel. Vielen Dank, dass du meinen Ballon repariert hast. Super, ultra, Dankeschön. Und diese Sache da, dieses Bautomatik-Ding, klingt echt spannend. Eines Tages werde ich mich auch mit der praktischen Anwendungsentwicklung beschäftigen. Warte mal, da fällt mir was ein. Spitz deine Spitzohren. Das Rätsel um Yoshas Steintafel ist ja nun gelöst, deshalb werde ich jetzt in unserem Institut in Hateno die Entwicklung des Pura-Pads fortsetzen. Nicht nur um den Sensor kümmern, sondern um dein Pura-Pad noch anderweitig verbessern. Okay, ich krieg noch mehr Upgrades, was? Ich muss nach Hateno. Okay, wenn wir nach Hateno kommen, können wir dort Pura-Pad machen. Eieiei, ach Leute. Episoden, Forschungsinstitut. Ach Gott, es geht das auch noch weiter. Okay, bevor ich jetzt hier abhaue, hat Pura noch selbst was mit mir zu klären? Okay, sie redet von den Orni, Schlemmsteinen und Goronen. Und immer war Zelda dabei. Nee, sie fasst nur zusammen. D
diesen Ort, der nach meiner persönlichen... Okay, was für ein Ort? Mhm. Hateno, ja, okay. Als gäbe es in dem Dorf Streit. Oh, alles klar. Schule eingerichtet von Zelda. Oh, okay. Was macht er denn jetzt hier? Okay, die beschützt jetzt den Posten. Ist in Ordnung, beschützt den Posten. Sehr gut. Wait a moment. Ach, hier kann ich auch Zusatzbatterien. Ah, I see. Ich war kurz irritiert. Aber hier kann ich auch Zusatzbatterien erstellen. Stimmt, das wussten wir ja eigentlich schon. Das wussten wir ja schon. Das habe ich nur wieder verdrängt. Wie man es halt so kennt, ne? Okay. Yo, ich wollte eigentlich nur ganz kurz Segen der Weißen hier abgeben und dann bin ich jetzt hier da reingerutscht wieder. Das hätte ich längst beenden können. Das hätte ich längst beenden können. Aber jetzt guck hier, jetzt sind hier nämlich die Dinger, die kann ich halt noch nicht beenden. Na? So. Und hier, das ist alles. Eieiei. Gut. Oh mein Gott, es ist so viel. Es ist so viel. Okay, gehen wir wieder. Guck mal, hier ist auch so ein Ding. Erreiche ich das von meinem Turm aus? Erreiche ich das vom Turm aus? Wäre die goldene Frage. Oder ist es höher? In welche Richtung ist denn das? Es ist in meinem Rücken, ne? Ja, jetzt flieg ich dahin. Wo ist denn das? Jetzt bin ich direkt drüber oder drunter? Hä? Jetzt sag nicht, damit ist dieses Ding gemeint, was halt von da oben abgestürzt ist. Weil das würde Sinn ergeben. Dass das dann sozusagen... Ja. Scam. Scam. Kompletter Scam. Oh, wenn wir schon mal hier sind. Okay, Leute, wir machen gerade mal ein paar Spähposten-Dinge. Wenn wir schon mal hier sind.
kann der meinen Schwerttasch um 1 vergrößern sogar vielleicht? 17, ja. Ja, ein Schwertdings mehr ist ein Schwertdings mehr. Aber ich glaube, das ist dann damit das Einzige, was ich machen kann, ne? Ich fürchte, das ist das Einzige, was ich machen kann. Ja, aber ich glaube, ich kann nichts mehr machen. Oh, okay, Bogen, Schild geht noch. Schild geht noch. Ja, dann komm. Aber das war's jetzt wirklich. Aber jetzt war's das wirklich. Ja, jetzt geht nichts mehr. Ja, da braucht er 3. Da braucht er 12. Und wie viel braucht er jetzt für eine Waffe? Ja, alles klar. Okay, da geht das mal eine Weile nichts mehr. So. Gut. Gibt's hier sonst noch irgendwas Neues? Oh, tatsächlich. Die armen Leute aus Angelstädt, hoffentlich könnten sie sich vor den Piratenrätseln in Sicherheit bringen. Okay, Angelstädt ist hier im Gespräch. Ja, aber eure Unterhaltung ist mir ehrlich gesagt gerade egal. Angriff der Piraten. Ja, okay. Oi. Oh. Oh. Ja, wir brauchen jetzt nichts über Angelstädt erfahren. Alles gut, passt schon. Aber wir könnten, ich sehe das gerade... Leuchtanzug. Ich wollte gerade sagen, wir könnten uns ein bisschen Ausrüstung, aber ich glaube, wir lassen rubintechnisch erstmal hier die Sachen in Ruhe. Es ist ja keine Rando, wo meine Rubine plötzlich weg sind. Pausen sind wichtig. Das ist ein gutes Stichwort. Das ist ein sehr gutes Stichwort, da halten wir uns dran. Pausen sind wichtig. Wir machen hier Pause. Und beim nächsten Mal geht's oben im Himmel weiter über den Zoras. Danke fürs Zuschauen und tschüss.